Ich habe die Tage mal aussortiert und habe festgestellt, dass ich das Steam Link hier noch rumliegen habe, was ich nie verwendet habe, nie ausgepackt habe. Und ich dachte mir, gucken wir uns doch heute mal an, wie das funktioniert und wie gut es ist. Ja, und damit herzlich willkommen zu Hepis Tech Lab, wo wir uns heute mal das Steam Link hier angucken. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe keine Ahnung, ob ich dann extra Controller von Steam dafür brauche, wie das genau funktioniert. Ich weiß nur irgendwie angeblich, man hängt es an den Fernseher, man hängt es ins Netzwerk und irgendwie Voodoo-mäßig funktioniert es dann. Und ich dachte, wir machen die Gelegenheit, wir schauen es uns heute mal an. Das heißt, wir packen das Ganze aus und gucken mal, was in der Box drin ist und vor allem ja, schließen den Fernseher und schauen, was passiert. So, da haben wir das gute Stück. Wie man sieht, ist es noch original verschlossen. Und ich musste das Messer holen. Kleiner Cut zwischendrin, wenn wir das aufkriegen. Ich habe es noch nie aufgemacht. Also ich weiß auch gar nicht, was drin ist. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Das war, glaube ich, damals, das war bei Steam eine Art Angebot. Dass es das Ding, glaube ich, für 10 Euro oder irgendwas gab oder für 20 Euro. Und ich dachte mir, ja, kannst du nicht viel falsch machen. Fupp, Warenkorb und rein. Und da haben wir das gute Stück. So schaut's aus. Eine relativ kleine Box, muss man sagen. Wir haben Strom, vermute ich. Das dürfte Strom sein. Dann haben wir also Strom, zweimal USB-A-Port, Netzwerk-Port und einmal HDMI. Also relativ simpel. Und hier seitlich noch ein USB-Port. Also wir haben drei USB-Ports. Das heißt, die Hoffnung, die ich habe, dass ich den Xbox-Controller anschließen kann per Kabel. Was bedeutet, ich kann dann mit dem Controller darüber zocken. Das müssen wir mal probieren. Weil... Oder ist hier ein Controller dabei? Ich weiß es nämlich nicht. Ich weiß nicht, was in der Box drin ist. Ist auf jeden Fall eine riesige Box. Und ich vermute aber mal, dass da nur Stromkabel und so weiter drin ist. Ist echt spannend. Also ich habe dieses Ding, glaube ich, seit 2 Jahren hier rumliegen. Ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist. Ich muss mal gucken, ob ich dran denke, wann ich das gekauft habe. So, was haben wir hier drin? Ach du Schande. Kabel. Jede Menge Kabel. Stromadapter für die verschiedensten Länder. Da haben wir Deutschland oder EU. Was haben wir hier? Das ist dann das Stromkabel mit dem Intelligenztest. Okay. Ich fahre mit dem Intelligenztest durch. Cool, die liefern sogar ein HDMI-Kabel mit. Das ist geil. Oh nein. Jetzt habe ich den Karton kaputt gerissen, weil hier irgendwas. Weil hier natürlich was Klebriges dran ist, dass hier in den Karton fährst. Jetzt habe ich den Karton aufgerissen. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Achso, das ziehe ich einfach so raus. Okay, das zieht man so raus einfach und dann steckt man den Stecker hier einfach so drauf. In der Theorie funktioniert das jetzt dann einfach. Schauen wir mal. Okay, dann haben wir Strom. Genau, ist das Stromkabel, habe ich mir fast gedacht. Rein. Klack. Relativ simpel. HDMI-Kabel. Sogar ein Netzwerkkabel dabei, ist ja süß. Netzwerkkabel habe ich genug zum Glück. Ja. Dann würde ich sagen, ich schließe das an und dann schauen wir, was passiert. So, Steam Link haben wir jetzt gestartet. Wir haben es auf Deutsch schon mal eingestellt und jetzt geht es darum, wir müssen den Rechner einrichten. Das machen wir. So, Steam. Steam-Einstellungen. Und dann müssen wir Remote Play aktivieren. Ah, drum geht das nicht. So, Client. Zack. Und dann müssen wir Gerät entkoppeln, Sicherheitscode festlegen, Direktverbindung. Okay. So, schau mal. Jetzt hat er ihn gefunden. Jetzt haben wir es aktiviert. Das heißt, wir wählen das Gerät aus. Dann müssen wir die PIN eingeben hier am Rechner. Da kommt ein Prompt, den gibt man einfach rein. Dann kommt der Netzwerktest. Ich hoffe, der Netzwerktest ist hervorragend. Ich habe erst die Netzwerkkarte ausgetauscht. Das sollte ganz gut funktionieren. Dann haben wir das eigentlich relativ gut. Stream bis 30 Mbit.
Das ist ja schön. So, Verbindung herstellen. Hervorragend. Cool. So einfach geht das. Ist ja geil. Jetzt kann ich hergehen und kann einfach sagen, wir starten Spiel, oder wie? Okay, Moment. Ahead in Time. Auswählen. Spielen. Wird gestartet. Cool, er startet jetzt wirklich am Rechner. Ahead in Time hier. Das ist wirklich, das bekommt jeder hin. Das ist wirklich Plug and Play. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst bei Steam Remote Play aktivieren. Ich höre nur keinen Ton, witzigerweise. Also ihr auch nicht. Cyclone Seaford, okay. Seal the Deal. 71% fertig. Jetzt erhältlich. Ich hoffe, ich überschreibe meinen alten Spielstand nicht damit. Das wäre sehr schön. Aber das funktioniert relativ gut. Also man kann, also im Prinzip ist es nichts anderes als eine Art Remote Desktop. Und er macht hier tatsächlich jetzt für mich, macht jetzt im Window-Mode hier links das auf Windows auf. Und hier habe ich jetzt das. Kann ich das ja. So. So, wie ist Input-Lag? Ich frage mich übrigens gerade mal 2 Sekunden. Okay, also, was ich gemacht habe, was relativ gut ist, ich habe einfach einen Xbox-Controller genommen und habe ihn per USB jetzt angeschlossen. Und das geht jetzt wirklich über das Stream Deck. Und erstaunlicherweise ohne Delay. Also das funktioniert mega gut. Und die Grafikqualität ist auch mega. Also alles, was ich halt einstelle, weil das ganze Rendering macht ja der Gaming-Rechner jetzt. Und das Stream Deck macht nichts anderes, als dass es Informationen bereitstellt. Beziehungsweise sich da verbindet und dann alles macht. Konnte ich nicht irgendwie... So, ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt. So, keine Ahnung, wie das ging. Ich konnte mit dem Schirm, glaube ich, schlagen. Aber das funktioniert mega gut. Also ich habe auch kein Delay oder sonst was, was man jetzt sich vielleicht denken würde, dass über das Netzwerk gerade, wenn man was streamt, aber das geht lokal. Und ich habe hier keine Latenz. Das geht mega gut. So. Cool, gehen wir ins Hauptmenü zurück. Powered by Unreal Engine, sehr gut. Übrigens ein sehr gutes Spiel. Ich kann das Spiel nur jedem empfehlen. Ahead in Time. Kann ich jedem nur empfehlen, macht mega viel Spaß. Cool, ich kann sogar Apex Legends jetzt von hier aus spielen. Das Lustige ist, ihr seht jetzt unten eben den Desktop immer, weil das, ich glaube, er macht nichts anderes, als dass er halt den kompletten, wie über Remote Desktop oder sowas bei Windows, er halt einfach nur den Desktop freigibt, beziehungsweise halt einen Screensharing-Betrieb macht. Und damit wir letztendlich dahin kommen. Aber das funktioniert echt mega gut. Also es gibt hier kein Delay, kein sonstiges. Außer das Spielladen. Aber das ist mega, mega gut. Es funktioniert einfach. Und das ist echt phänomenal. Gut, das Apex Legends im Controller spielen ist ja jetzt nicht so prickelnd. Aber insgesamt... Vom Handling her, okay, close. Ich muss nur jetzt lustigerweise sagen, ich blicke hier nicht durch, wie ich jetzt mit Control das Ganze steuere. Okay, wie wähle ich denn jetzt? Ja, okay, wie wähle ich denn hier jetzt? Ich habe eine Maus. Okay, ich habe eine Maus. So, ich will hier Firing Range machen. Ready. Okay, ich habe nicht gecheckt, dass ich hier eine Maus habe. Beziehungsweise ich damit... Das ist ja mega praktisch. Das heißt, ich kann damit sogar echt gut die Maus steuern. Das heißt... Ja, wir können auch Apex Legends spielen.
Ich bin jetzt kein Experte, wie ich jetzt hier A mit B. Aber das funktioniert echt gut. Hatte ich denn die Pistole gerade noch? Achso, Y. Hab sie weggepackt. Oh Gott, die Steuerung ist nicht invertiert. Das regt mich auf. Also mal abgesehen davon, dass ich hier gerade im Controller spiele und das nicht invertiert ist, die X-Achse. Vor allem, das Lustige ist, ich habe auch wirklich gar keinen Delay. Also es geht wirklich, wenn ich jetzt hier im Fernseher davor sitze, geht das ohne Probleme. Abgesehen, wie gesagt, davon, dass ich hier halt mit Controller spiele. Aber das geht mega, mega gut. Also Respekt. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte echt gedacht, dass es so ein bisschen bisschen fummeliger ist. Aber gar keine Frage, das geht. Also auch instant. Also wenn ich jetzt hier zum Schießen drücke, es geht wirklich instant. Also ich merke, also es ist wie, als würde ich lokal jetzt vom Rechner sitzen. Weil es direkt übers Netzwerk geht. Und mit aktuell oder mit tatsächlich so geringer Latenz, dass es mir zumindest nicht auffällt. Also ich könnte jetzt halt, wenn es nicht der Controller wäre und das wäre jetzt halt keine Maustastatur, was man bestimmt auch anschließen kann, könnte ich einfach direkt darüber ohne Probleme spielen, ohne dass ich irgendwie eine Latenz oder sonst was habe. Das ist mir gut. Die einzige Latenz, die ihr vielleicht gerade im Video sehen könntet, in dieser Aufnahme hier, ist von der Game Capture Karte. Aber auf dem Fernseher hier geht das nativ alles rüber. Das ist echt mega gut. Ja, aber da, auf jeden Fall mega, mega gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut geht. Ich hätte jetzt gedacht, dass es ein bisschen aufwendig ist von der Einrichtung her, beziehungsweise dass es ein bisschen aufwendig ist dann, oder ein Problem ist dann mit, ich habe eine Latenz oder sonst was, aber nichtsdestotrotz keine Chance. Das ist mega, mega gut. Es ist mega flüssig und es ist jetzt praktisch, der Controller hängt am Steam Link dran und der schleust das durchs Netzwerk durch und das ist wirklich einfach nur Plug and Play und bei Steam oben auf Steam Einstellungen klicken, dann auf Remote Play, das muss man nur aktivieren, einmal eine PIN dann eingeben und dann ist das Thema durch. Mega gut. Hätte ich nicht gedacht. Damit kann man echt extrem gut Remote Gaming machen. Das heißt, wenn ich künftig im Wohnzimmer bin, kann ich trotzdem zocken und muss nicht in den Gaming-Raum. Gerade wenn man sowas Chilliges spielen will, wie Ahead in Time oder sonst was. So, ja, da sind wir wieder. Test es kurz durch. Ich habe leider keine Möglichkeit gefunden, wie ich jetzt andere Spiele außer Steam, also nicht Steam-Spiele mit dem Steam-Link koppeln kann. Wenn jemand einen Tipp hat, kann er mir das gerne mal schreiben. Das würde mich mega interessieren, ob das funktioniert. Ansonsten, was kann ich dazu sagen? Es ist wirklich stupide Plug and Play. Ihr packt es ins Netzwerk rein, steckt euren Controller dran, ihr schaltet es ein, schließt den Fernseher an und dann geht's ab. Dauert ein bisschen, bis er ein Update macht. Bis das dann durch ist, dann musste ich dann kurz mal vom Strom ziehen, dann den Strom wieder anschließen, damit das Update irgendwie dann durchging. Aber ansonsten, es ist verbunden, wie gesagt, ihr müsst oben bei Steam, wenn ihr es nicht eh schnappt, müsst ihr auf Steam, also ganz oben links im Menü, Steam, Einstellungen, dann Remote Play, dann müsst ihr Remote Play aktivieren und wenn dem so ist, dann könnt ihr das praktisch über die Suche, taucht der Rechner entsprechend auf und dann wählt ihr ihn aus, gebt den PIN ein und dann seid ihr verbunden und dann funktioniert das und das muss ich sagen, funktioniert mega gut. Also ich hatte jetzt keine Latenz, ich hatte keinen Delay. Wie gesagt, das einzige Komische war eben jetzt Apex mit Controller spielen, aber Head and Time auch. Man drückt auf den Knopf und es geht sofort los. Also da kann man wirklich auch Shooter spielen, Rennspiele spielen, ohne dass einem da irgendwie die Latenz auf die Nase fliegt. Und hat praktisch dann seinen Gaming-Rechner überall im Haus, wo man halt praktisch jetzt seinen Fernseher hat und wo man auch eine Internetverbindung hat. Beziehungsweise Netzwerkverbindungen, geht ja nicht übers Internet. Von daher muss ich sagen, ich bin mega beeindruckt und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Teil haltet, ob ihr es habt. Ist wie gesagt, glaube ich, jetzt ein oder zwei Jahre ist es bei mir jetzt im Schrank gelegen und ich dachte, ich probiere es jetzt einfach mal aus, weil warum nicht? Ich habe es durch Zufall wieder gefunden.
Ja, dann auf jeden Fall, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat so ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal für mehr Content. Ansonsten gerne einen Daumen nach unten da lassen mit Feedback, was ich besser machen kann, soll, darf. Abonniert gerne auch meinen Gaming-Kanal oder meinen Overwatch-Kanal. Ansonsten könnt ihr auch gerne auf twitch.tv/lordhappypod vorbeischauen. Da gibt es momentan jeden Abend Livestreams. Links findet ihr alles in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag und wir sehen uns nächste Woche dann zum nächsten Video wieder. Also bis dann. Tschüss und danke fürs Zuschauen.